Bleibe ich an diesem blöden Müllcontainer hängen. Das ist unglaublich. Manchmal echt zu blöd zum Fahren, muss ich zugeben. So, ich hoffe, es hat ein paar Leute erwischt. Wenigstens einen hoffentlich. Fahren Sie ran! Fuck, ein Treffer! So, hoffentlich noch ein paar erwischt. Oh, sieht gut aus. Scheiß kaum wieder hier auf die Sacke. So, der ist auch hinüber. Fährt immer noch hier, unglaublich. Aber jetzt nicht mehr. Upsala. So, das müsste eigentlich jetzt gleich reichen hier, hoffe ich mal. Ich glaube, die sind alle im Arsch, die Bullen. Check die Überführung. Drehen um, vielleicht läuft er uns über den Weg. So, hauen wir einfach mal ab jetzt hier. Das hat ja sehr gut geklappt jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Also vorher bin ich, glaube ich, nicht so schnell dem Bullen entkommen. Bis auf das eine Mal, wo ich diese 4 Sterne hatte. Oder was das war. Jetzt bin ich natürlich wieder sonst wo lang gefahren, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Oder umdrehen. Wir sprechen mit dem anerkannten Psychologen Dr. Das nur wegen diesem Blume-Agenten-Idioten da. Wie Sie ja wissen, gibt es in der Stadt einen Rächer. Assis. Glauben Sie, dass das gut ist? Nun, ich möchte es nicht gut nennen, aber in einer Stadt mit unserer Geschichte und steigender Bandenkriminalität brauchen die Bürger Sicherheit. Und durch ihn fühlen sie sich sicher? Er gibt die Illusion von Sicherheit. Die Menschen sollten ihn aber nicht für einen Helden halten. Und seine geistige Verfassung? Ist er irre? Ich mag das Wort irre nicht. Er hat einen Grund. Er ist immer noch Bullen da unten. Kontrolle verlor oder sich zumindest so fühlt. In seinem Kopf gewinnt er sie zurück. Er war wohl Opfer einer Straftat und dies ist seine Art, sich zu rächen. Sobald er wieder die Kontrolle hat, wird er aufhören. Aufhören. Einfach so. Ja, einfach so. Oh, was ist das für ein Auto gewesen? Das war neu. Mann, du Vollidiot! Unglaublich. Also was hier an Leuten rumfährt und... Es ist einfach unglaublich. Dabei will ich doch nur noch eine Hauptmission, eine einzelne machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hoffe, die... Ups. Ich hoffe, die klappt jetzt ein bisschen schneller. Kein Job für Tyrone. Oh Gott, jetzt bin ich wieder verkehrt. So. Eine Mission noch und dann soll es heute erstmal gewesen sein. Mal schnell auf die Uhr gucken. Ja, Viertelstunde ungefähr noch. Ich ein bisschen klappen. Aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Ja, warum nicht? Mal hier das Ding anmachen. Mal schon mal was hacken vielleicht hier. Ach du. 240, warum nicht? Was? Ah, hinten ist das Haus, wie es aussieht. Oh Mann, das ist wieder so eine extra komplizierte Kacke hier, wie es aussieht. Ich hoffe, mich findet niemand hier, wenn ich das mache. Leck mich doch am Arsch, ey. Wie schwer ist das? So, können wir das schon mal machen hier. So, dann zack. Sieht komplizierter aus auf jeden Fall hier. Das hier umleiten. So. Und... Oh Mann, ey. Das wird eine Weile dauern wahrscheinlich jetzt hier. Ja, ich hätte das lassen müssen hier. Ja, da muss ich, glaube ich... Ah, oh, fuck, ey. Das ist echt kompliziert hier, die Kacke. So, das. Oh, Mann, ey. Ah, jetzt. Sehr cool. Endlich. Okay, da haben wir Nummer 1 und Nummer 2. Müsste es eigentlich geklappt haben. Sehr schön, ging ja doch. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre?
Arbeit, Kramer, Arbeit! Du hast einen Job? Warum sagst du das nicht? Ist das nicht, Kramer? Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Madbook. Ach, bitte, Kramer. Madbook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Oh, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Ach, Grandma. Fuck. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Hey Mann, wohin so eilig? Schatten, das ist nicht gut. Cool, yeah, be rock'n'roll. Well, what directors? Naja, verfolgen wir den mal. Mal gucken, ob das so klappt dann. Vielleicht klappt es beim ersten Mal. Ich würde mal wetten, dass es nicht beim ersten Mal klappt. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Keine Ahnung, was das gerade war, aber okay. Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt, aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Meine Fresse, musst du jetzt da reinfahren? Ehrlich, wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Eric hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Fällt überhaupt nicht auf. Scheiße, Bee, nicht so... Oh, fuck. Ja, okay, das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass ich nicht mitten im Auto in ein Sperrgebiet fahren kann. Wie soll ich den dann verfolgen? Soll ich den zu Fuß verfolgen? Oder soll ich um den drum rum fahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt bis zu dem Sperrgebiet hätte ich ihn auf jeden Fall auch per Fuß verfolgen können. Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauer sind Gestörte, ihnen alles abnehmen. Das ist ein anderes Auto diesmal. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hin. Ach, Bedbug. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Oh, mein Stück zurück fällt überhaupt nicht auf. Darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Ich glaube, ich warte erstmal hier, wo der hinfährt. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Eric hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bee, nicht so laut! Okay, Beschattung geht auch 87 Meter weiter weg. Was macht der da hinten? Ist der besoffen? Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Eric hier alles dicht macht. Ich glaube, das ist nicht gut. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Eric hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das doch. Ich hoffe, der kommt nie hierher gefahren. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Sehr schön. Wenn Eric davon Wind bekommt, dann wird Bedbug auf einer Müllkippe landen. Aber es ist noch nicht zu Ende. Wir müssen ja noch weiter beschatten. Überall Lütten hier. Seht ihr das? Irgendwie sind die zu blöd. Ist er hängen geblieben jetzt?
Fuck, da fährt er jetzt in das nächste Mistgebiet rein hier. Unglaublich. Danke, Mann. Pass auf dich auf. WMAB. Zu Fuß. Fuck, ey. Läuft jetzt bestimmt hier hinten durch. Ja, müssen wir halt zu Fuß weiter. Das gefällt mir gar nicht. Das Viertel so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Die wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat, aber okay. Und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar. Oh, fuck! Nein! Nein! Oh, ich wurde entdeckt. Scheiße. Diese blöden Wichser. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles nochmal machen. Ich habe keinen Bock nochmal die ganze Kacke zu machen jetzt hier. Aber meistens sind die Checkpoints ziemlich gut gesetzt. Zumindest bisher. So auch in dem Fall. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ah! Ah! Mann! Unglaublich. Das Viertel so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Die Bullen. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Hör auf zu tun, Mann. Das ist das Gesetz. Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird
ist es wert, ehrlich. Das werden wir ja sehen. Verdammt, was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Ja, wie es aussieht, habe ich es mir wieder unmöglich schwer gemacht oder unglücklich schwer gemacht. Im Prinzip hätte ich die ganze Zeit bloß die Kameras nehmen müssen. Sprich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, hey! Was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich nicht. Ah. Perfekt, Mann! Rabbit soll Iraq beklauen. Wenn ihr das Feind seht, knallt ihn ab. Dann raus, Wies. Ihr macht das. Wie soll ich Rabbit anrufen? Ah, hier. Okay. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Breaks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Diesen scheiß Kerlburg werde ich umlegen. Sehr schön, doch durch. Oh Gott. Das klappt nicht. Los, Gott, los, jetzt muss ich den Typen. Runter. Oh, fuck. Ganz im Ernst, wie soll das klappen? Okay, ich kann erstmal hier hin. Ich hoffe, der wird nie erwischt. So. Das ist doch scheiße, Mann. Fuck, die kommen. Okay, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Scheiße, ja. Was zum Kotzen. Okay, wird Zeit abzuhauen. Aber ich glaube, wir können uns jetzt erwischen lassen. Hier, von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Daher werden jetzt hier ein paar Leute erschossen. Ja, tschüss. So. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Ja, das wäre ja zu schön gewesen, wenn das mal geklappt hätte hier. Ja, mal hier außen rumlaufen am besten. Ich glaube, die laufen jetzt auch alle wo ganz woanders lang. Trottel. Ich glaube, die sehen mich nicht. Fuck, Wadey. Der ganze Scheiß hier, mal ganz im Ernst. Das Gute ist, die sind jetzt... Mann, was... Komisch. Komisch manchmal, irgendwie. Naja. Okay, der ist tot. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist ein beschissenes Handy hin? Ah, hier drüben. Muss ich jetzt machen? Das Gebiet verlassen. Okay, alles klar. Ist mir ja wieder unnötig. Oh, fuck. Nur wird Zeit abzuhauen, auf jeden Fall. So. Mann, ey.
Einfach nur raus hier. Einfach nur raus. Das ist eine beschissene Mission gewesen. Ich habe doch 280 Geld bekommen. Einfach nur raus, weil ich hab's jetzt auch langsam ein bisschen eilig, weil... Ja, ich habe noch ein bisschen was vor, spiele dann gleich los und... Ja, ich werde dann auf jeden Fall morgen weiterspielen. Wenn ich jetzt hier raus bin, werde ich auch bei Zeiten Schluss machen jetzt. Ja, ich hoffe, euch haben die Videos wieder gefallen. Hab ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch so sehr wie mir. Und ja, werden wir mal kurz hören, was der zu sagen hat hier. Dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Irak nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Ja, sehr schön. Haben wir wieder eine Mission geschafft. War ein bisschen kompliziert jetzt, aber ja. Ich habe es wieder unnötig schwer gemacht natürlich, aber was soll's. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weitere Hauptmissionen machen von Watch Dogs. Ja, bis dahin, macht's gut, bis bald.